Hallo, ich bin der Igel. Wir spielen Circle of Mana 2, aka Second Edition 3. Was? Mit der Laura, die mich angeblich lieb haben würde. Ich glaube, Karma hat mich eingeholt, sagen wir es so. Wieso, hast du gerade wehgetan? Ja. Schön. So, wieso, was hast du gemacht? Ich habe das Knie anziehen wollen und habe dabei meine Hand noch drauf liegen gehabt und dann habe ich das zwischen Tisch und meinem Knie eingeklemmt. Also nichts Schlimmes, aber es hat trotzdem wehgetan. Ja. Gut. Okay. Ah, das bist du. Wieso steckst du schon wieder Level auf? Nur weil ich am Anfang zu unterlevelt war. Na, beziehungsweise eigentlich warst du ja unterlevelt, weil du hast ja den Anfang gespielt. Oh. Ich mach. Womit Kacke wegmachen? Entscheide dich. So. Okay, geht's nicht weiter? Da 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 da! Ich bist gar nicht unterlevelt. Ne, ich bin immer ein Level hinter dir. Schon wieder. Ja, zumindest eine kurze Zeit lang. Was? Erfahrung? Alter, Lisa, was ist denn mit dir schon wieder Phase? Ich habe das Gefühl, da kommt so der Amazoneninstinkt aus ihr raus. Da wird sie richtig Furie und rennt einfach weg. Okay, da gab's noch einen Weg nach oben, aber hier ist eine Brücke. Jetzt weiß ich nicht, was richtig ist. Wir kommen sowieso aber nur an eine Stelle, wo wir weiterkommen. Von der Seite aus können wir eigentlich alles ablatschen. Das weiß ich, weil du... es gibt zwei Wege und an der einen kommst du weiter und an der anderen erstmal nicht und dann musst du danach zur anderen. Bla. Mhm. Ja, scheiße. Chibi-Teufel-Auge. Ah, dieser Schmerz. Okay, wow. Okay, ich könnte wirklich bald einen Bonbon gebrauchen. Okay, kann man speichern, willst du? Ja. Hast du nachdem es Dorf da hinten verbuggt war ohne Ende. Was? Ja, ich habe den Timer diesmal gestellt. Laura, wie toll! Ich habe diesmal von alleine dran gedacht. Das ist so schön. Ich denke eigentlich sonst auch von alleine dran. Willst du gucken? Ich will gucken. Ich will gucken. Ich kann sie nicht aufhalten, sie möchte das unbedingt. Wenn ihr es scheiße findet, schreibt es in die Kommentare. Wir schreiben wahrscheinlich, halt's Maul, du bist scheiße. Das kommt halt dann nur 10 Jahre später an, wenn ich es schon 5-mal gemacht habe. Da ist auf jeden Fall das Rolante Königreich. Wobei ich mir vorstellen kann, dass wir da jetzt nicht reinkommen und den anderen Weg hätten gehen müssen. Aber das können wir dann immer noch machen. So, wunderbar. War ein schöner kleiner Ausflug. Ich konnte einen Schluck von meinem Getränk nehmen. Rolante! Ja, wir haben auf jeden Fall viel gesehen. Wo das Schloss ist. Ich renn mal vor hier. Dauert mir zu lange. Okay. Ach, das ist der Blumengarten. Wir sind richtig. Oh. Diese Blumen. Ugh. Das ging schnell. Jupp. Das haben wir nämlich gerade an Ranma. Entschuldigung. Jetzt gleich fängt er an, sich nach draußen zu buggen. Blub, 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 Luftschiff. Ende. Ja, das war das Spiel. Nein, okay. Guten Morgen. Alle nackt. Ich finde so geil, wie der... Hey, wieder. Hey, die sieht aus wie Lise. Ein bisschen, ne? Mhm. Wo sind wir? Miss Lise, ihr seid wach. Dies ist unser Geheimversteck. Wir planen, das Schloss zurückzuerobern. Find cool, dass er gar keine Schuhe hat. Was? Wir sind auch Elliots Entführern gefolgt, aber sie haben uns irgendwie abgeschüttelt. Ich verstehe. Immerhin seid ihr noch am Leben. Miss Lise. Ach, Entschuldigung. Ach. Wenn eure Freunde wach sind, kommt bitte zum Planungsraum. Alle warten. Was erwartet? Was erwartet? Ach, was erwartet? Herr Otto, sorry. Er hat irgendwie noch mal länger weiter geschlafen. Irgendwie ist der auch ein bisschen komisch. Wenn er mit einer Kanone hinfällt, dann regt er sich erst auf und steht noch mal hin, bevor er hinfällt. Die Pflanzen draußen auf der Wiese sind Schlafblumen. Sie wirken jedoch nur einmal bei jedem Menschen. Aha. So wie das Gieß. Entschuldigung. Ja, das ist richtig. Das verstehst du ja immer noch nicht. Ich hab's noch nicht geguckt, nein. Ich hab tatsächlich Dr. Who weitergeguckt. Die Burg ist dort auf dem Gipfel, weil ich irgendwie Bock gekriegt habe. Wir müssen unser Bestes geben, um Rolante zurückzubekommen. Rate, was mein Schlüsselanhänger ist. Dr. Who? Eine TARDIS? Ja. Miss Lise ist zurück. Ich weiß, ich bin ein Nerd. Damit oute ich mich offiziell überall als Nerd. Wir sind mitten in einer Besprechung. Wollen wir da rein? Komm, ja. Gehen wir rein. Ich bin erstmal daneben gelaufen, ist egal. So. Miss Lise, ihr seid... hübsch. Ja, ich finde schon ziemlich... Alles in Ordnung? Oh, wundervoll.
Wie steht sieht der Plan aus? Wie sollen wir das Schloss zurückkehren? Anscheinend haben wir nicht genug Truppen für einen Frontalangriff. Ich verstehe nichts vom Kämpfen. Ich bin alt. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass so etwas nötig sein würde. Wartet mal. Wir können den weisen Don Perignon fragen. Don wer? Er weiß, was zu tun ist. Er ist ein genialer Stratege. Seine Strategien verhalfen Prinz Richard. Zum Sieg über den Drachenkaiser. Wo lebt er heute? Das ist das Problem. Er ist ein Kurobockel und lebt im Kurobockelwald. Willst du mich verarschen? Sein Dorf befindet sich westlich vom Pogopuschelwald, südlich von Jard. Lasst uns ihn aufsuchen. Den ganzen Weg wieder runter, oder was? Nun, es ist komplizierter, als ihr denkt. Kurobockel mögen Menschen nicht. Ich bin nicht einmal sicher, ob sie mit euch reden würden. Wir brauchen den Schrumpfhammer. Also, was sollen wir tun? Nun, ihr müsst euch als Kurobockel verkleiden. Das ist der einzige Weg. Das ist bescheuert. Mit dem Schrumpfhammer wäre es ganz einfach. Ich glaube, jemand in Bisell besitzt ihn. Das heißt, wir müssen jetzt wieder abhauen, oder was? Das ist verarscht, du Spast. Achso, hätten wir die auch alle einzeln ansprechen sollen? Wir erobern Rolante zurück. Nee, keine Ahnung. Weißt du, können wir auch noch machen. Was ist hier oben? Willst du nicht? Kein Bock auf ansprechen? Ja. Gut, aber wenn wir wieder was nicht triggern, dann ist alles kacke, ne? So, okay. Sind wir hier? Aha. Hier entlang. Hä? Okay. Sollen wir denn jetzt hier lang? Hier sind wir auch gerade lang gelatscht, oder? Hey, das sieht ja aus wie bei einem von Bon Voyage Kanone. Oh, ihr kennt ihn? Ich bin seine Cousine, merci. Bringt das Teil uns nach Bisell? Sicher, kein Problem. Seid ihr bereit? Nee? Okay. So, achtet wieder auf den... Aber da unten! Da waren die Blumen nur. Nein. Doch? Bye! Tschüss! So, achtet auf den Werbeaufwacht. Jetzt gleich, weiter gleich, wenn das Bild wieder Farbe hat. Jetzt sofort wieder, jetzt, genau jetzt! Da steht er. Ich verliere. Meine zittern, Kopf zittert, bam. Handelsstadt Bisell. Und es ist sogar nachts, das ist perfekt. Weil wir müssen ja in den Schwarzmarkt wahrscheinlich. Nur wer könnte den haben? Wahrscheinlich der in der Mitte oben. Der hat nämlich vorher nichts verkauft. Amazone? Willkommen auf dem Schwarzmarkt. Hier bekommt ihr Zeug, das ihr uns nirgendwo findet. Nein, der Dieb war nicht da. Entschuldigung. Okay. Yeah. So, bin weg. Jetzt kannst du. Oh. Story. Willkommen, was möchtest du? Ich wollte schon immer hier verkaufen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so langweilig ist. Ich gehe lieber nach Hause. Hier, du kannst was von meinem toten Opa haben. Ich schenke es dir. Wow, nice, Digga. Du kannst nichts mehr tragen. Was? Du hast keinen Platz mehr? Beeil dich gefälligst und werd einige Sachen los. Oh. Das ist richtig schlecht übersetzt, der Moment. Ach, warte. Ich hab mich nur gerade gewundert. Ich dachte, es wäre verbuggt. Sorry. Ja, ich dachte es auch gerade. Es war auch, glaube ich, nicht ganz sauber, was da passiert ist. Ich werde das mal nochmal... Ich glaube, Start war das. Ja. Item... Was bringt das Ding eigentlich hier? Steht das irgendwie? Ups. Ah, ich hasse die Steuerung. Ich wollte gucken, ob man sehen kann, was das Ding macht. Rosa, schicke deine Wut in die Wüste. Ah. Ganz ruhig, chill mal. Ja, das Ding ist, wenn du hier unten bist und nach unten drückst, bist du wieder oben. Aber wenn nach oben... Hä? Eben gerade ging das nicht. Mama, Fotoöl haben wir auch noch. Ganz ruhig. Wir holen jetzt den Hammer. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Willkommen, was möchtest du? Seufz, ich wollte schon immer... Ich gehe lieber nach Hause. Hier kannst du was von meinem toten Oma haben. Ich schenke es dir. Schrumpfhammer halten. Oh Gott, wenn einer wegläuft, krieg ich Angst. Okay. Gut. Ja, gell, jetzt haben wir... Ich hab grad auch die ganze Zeit Schiss vor Bugs. Ich weiß nicht, ob man von hier aus nach Yard kommt. Müsst du mal fragen. Jetzt wüsste ich gerade gar nicht mehr, wie man da hinkommt. Amazone, komm mit! Ich glaube, ansonsten müssten wir wieder nach Maya laufen und dort... Wohin soll die Fahrt gehen? Nach Palo oder nach Yard? No, einwandfrei. Die Fahrt nach Yard kostet 90 Lü pro Passagier. Willst du mit dir mit? Na klar. Sehr gerne. Ankerlichten! Achtung! Eine sportliche Mitteilung! Tja. Level 9 und du bist 10.
Das kann ich nicht verstehen. So, jetzt fahren wir und fahren. Die Geräusche sind großartig gemacht. Ja, das ist der Hammer. Den haben das wir, ja. Wir ein bisschen, also ich würde ja... Ich kenne nur leider keine Seemannslieder, sonst würde ich jetzt ein paar trillern. Hojojojo, ne Buddel voll rum. Hey ho, and up she rises. Hey ho, and up she rises. Okay. Nein, das war das falsche Lied. Das weiß ich. Das war einfach was anderes. Ich wollte einfach mehrere Sachen machen, damit wir ein bisschen Abwechslung haben. Bei dem Lied von Fluch der Karibik muss ich jetzt immer dran denken, wie ich mit Minzen Bändertanz im Sportunterricht machen musste. Und wir uns dann voll mit diesen Bändern gefetzt haben. Und dabei diese Melodie gesummt habt oder was? Wir müssen die lief dabei. Wir müssen eigentlich nach unten und dann nach links, glaube ich. Irgendwie. We don't know. Ja, irgendwie links irgendwann. Buschewald. Oh, die wurden aufgelevelt. Ich bringe jetzt mehr Erfahrungspunkte. Das ist cool. Bestimmt, weil die wussten, dass wir hier nochmal lang müssen. Ich kann nicht mehr laufen. So, hier. Ich wollte mich einfach nur links halten, das war alles. Aber hier ist ja nichts links. Irgendwo muss links gehen. Achso, da war was. Da ist irgendwo so ein... Ich glaube, so ein Gargoyle-Kopf oder sowas war das. Achso, der. Mhm. Ja, aber nur der hier. Nee, den hast du... Doch, den hast du schon mal gesehen. Hier war das nämlich, den wo wir die Fee... Den habe ich vorhin gesehen. Da habe ich mich gewundert, was der soll. Das ist da, wo die... Wir sind jetzt auf dem Weg, glaube ich, dahin, wo die Fee war. Was ist das denn da? Irgendein Viech. Ah, das war ein Gegner, okay. Pilzkopf! Aua, wieso hat mein Typ nicht zugeschlagen? Wollte er nicht. Ah, gut, steuern tut er sich nicht. Okay, Sackassel? Du läufst gerade auch noch nach rechts, oder? Ja. Du bist nämlich gerade ein bisschen komisch gewesen. Wir sind jetzt gerade... Ja, genau. Okay. Sieht ganz gut aus. Jetzt kloppen wir beide gleich Poco-Poschel zusammen. Ja. Gut. Ja, du bist nur irgendwie plötzlich so hin und her gesprungen und ich habe mich gerade gewundert, ob es wieder ansynchron ist. Ansynchron? Nee. Asynchron. Ja, ich bestrafe dich. Hat sich ja sehr gelohnt, sich zu verwandeln. Den habe ich nicht mal gesehen da hinten. Ich schon. Ich habe das dreckige, schon gewundert. Ich musste noch irgendwo pinke etwas gesehen. Hast du gesehen, dass die Erfahrungspunkte links oben angezeigt wurden? Nee. Komm, so. Okay, erstmal heilen. HP und MP aufgefrischt. Ich glaube, das ist hier irgendwo, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber wir sind auf jeden Fall im Poco-Puschel, weil das schon mal richtig. Nee, das ist hier jetzt auch gleich. Also ich glaube, wir müssen noch runter und dann müsste es da sein irgendwo. Ich glaube auch. Da. Da. Ein Weg erscheint. Den habe ich ja jetzt einmal gesehen und danach aber glaube ich nochmal irgendwann mal. Zu schmal zum hineingehen. Okay, also dann... Schrumpfhammer? Dem, 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 dem. So. Kerwin? Ja. Und? Oh, guck mal, Laura. Heute spielen wir mal in deiner Größe. So. Ich wusste, dass ich mir sowas noch anhöre. Oh mein Gott, wie hässlich sieht denn der Werwolf in klein aus? Ich hab ihn noch gar nicht gesehen, zeig mal. Och, niedlich. Ich habe euch hier noch nie gesehen. Ja, wir sind gerade erst hergezogen. Korobocke, ihr riecht nach Menschen. Diesen Geruch würde ich überall wieder erkennen. Wir wurden von Menschen angegriffen. Der Geruch hat sich wohl auf uns abgefärbt. Richtig, ihr habt wohl recht. Nun, könnt ihr uns sagen, wo Don Perignon ist? Keine Ahnung. Warum sucht ihr ihn nicht selbst? Das bist du bestimmt selber. Keine Ahnung. Warum sucht ihr ihn nicht selbst? Keine Ahnung. Ich spreche dich gar nicht an. Ich will nur an dir vorbei. Ah! Der nervt, ne? Man muss ihn nicht ansprechen, man muss ihn nur berühren. Oh, ist so klein! Der läuft uns hinterher. Oh, nervt der Typ. Alter, nervt der Typ. Renn um dein Leben! Ich würde ja... Bleib nicht stehen, rette dich! Oh, ich bin irgendwo reingegangen. Oder du. Nee, ich. Du warst... Der Unbringer, hier ist er nicht. War das ein Haus? Ich habe gar nicht gesehen, bisher, dass hier Häuser sind. Ah, guck mal, da sind kleine Türen. Da. Ah. Don Perignon! Don Perignon, hier ist er nicht. Okay, ich glaube, wir müssen wahrscheinlich alle ansprechen, dann sagt uns der andere Typ, dass das von Anfang an selber war.
Da ist meine. Tabrinion, hier ist er nicht. Okay. Das erinnert mich gerade voll an Zelda The Minish Cap. Ja, ne? Aber das ist älter als Minish Cap. Hier ist er nicht. Dann bringen wir, hier ist er nicht. Da ist einer. Ach, da unten. Da versteckt sich dieser. Hey, war da draußen nicht jemand? Ja, wo ist er jetzt? Rennt uns die ganze Zeit hinterher und jetzt verpisst da. Er sich. Wir konnten Don Brynja nirgendwo finden. Das liegt daran, dass ich hier bin. Ihr Trottel. So was? Ihr habt uns reingelegt. Ich bin umhergewandert, also konntet ihr mich nicht finden. Ein komischer Kauz. Das ist sehr interessant. Stimmt was nicht? Ihr wirkt leicht angespannt. Was war das denn für eine Aktion? Er wollte ihn weiter reinbraten und ich bin dazwischen gebracht. Ja, aber ganz schön weiter hingeschmissen. Rolante, Koro Bockeldorf in Rolante. Von großer Maus erobert. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Darum geht's also. Rolante, Rolante. Ich habe eine Idee. Zuerst braucht ihr den Patron des Windes, Elektra. Oh Gott, Zwischensequenz. Da. Inmitten der Berge bei Rolante liegt eine Höhle, in der Wind, die der Windkorridor genannt wird. Da. Das ist sehr interessant. Wenn die Statue des Windgottes ihre Richtung ändert, ändert sich auch die Windrichtung. So, so. Die Richtung ändert, nicht die Windrichtung. Also du hast schon davor Richtung gesagt, oder? Egal. Steht ja auch da. Windgottes ändert, ändert sich auch die Windrichtung. Ich hab dich, glaube ich, falsch verstanden. Der Mana-Stein des Windes und Elektra befinden sich nur irgendwo am Ende des Korridors. Wie präzise. Dann geht zurück zur Wiese mit dem Traumtulpen. Benutzt dort Elektras Kräfte, um die Windrichtung zu ändern. Und die Pollen der Traumtulpen über Rolante zu verteilen. Die Navarra-Soldaten werden schlafen wie Babys. So könnt ihr das Schloss zurückerobern. Woher wisst ihr von den Navarra-Problemen? Haha, glaubt ihr wirklich, ihr könnt mich reinlegen? Ihr behinderten Spastis? Ihr seid die, die von der Fee auserwählt wurden. So etwas kann ich spüren. Außerdem riecht ihr wie Menschen und es gibt keine Koro Bockeldorf in Rolante. Normalerweise würde ich es nicht gestatten, dass Menschen sich in meinem Dorf aufhalten. Aber, dass die Fee bei euch ist, heißt, dass die Welt in Gefahr befindet. Das betrifft auch uns. Tut mir leid, dass ich euch reingelegt habe. Ich kann es einfach nicht lassen. Na, haha, viel Glück. So. Arschloch. Spast. Okay, das war's. Ich glaube, die sagen auch nichts anderes jetzt, oder? Guck mal, einen testen oder so und dann... Nee. So, hallo Koro Bockel. Der Bringer hat dich reingelegt. Wahrscheinlich sagen die jetzt das alle. Ja, ja, wahrscheinlich. Wo war der Ausgang? Ja, hier hoch. Jetzt komm mir halt mal hinterher und dümpel da nicht rum. Nee. So. Hey, oh, nein. So, wollen wir uns wieder groß machen? Ich hing fest, sorry. Ich hing wirklich fest. Mhm. Hallo? Oh. Ich bin nicht runtergegangen. Das war ich. Du bist nicht runtergegangen, na, dann warst du's. Du musst runtergehen. Nein, was ich andersrum. Ich bin nicht hochgegangen. Naja. Kann jeder behaupten. Kerwin. Und? Durin. Ich renne immer noch als Zwerg rum. Stimmt. Das hat ausgezeichnet geklappt. Aber da oben ist eine Goldstatue, die müssen uns eigentlich wieder groß machen. Ich habe jetzt gedacht, die macht das auch wieder rück. Ah ja. Okay. Funktioniert wahrscheinlich nur dort. Okay. Spiel speichern? Ja. Okay, also den ganzen Weg wieder zurück. Wie? Na, wieder nach Palo. Das Fischerdorf. Können wir da nicht mit der Kanone hin? Wir sind jetzt gerade gar keine Kanone in der Nähe. Wir müssen jetzt sowieso nach Jad und dann mit dem Schiff nach Palo direkt. Also, ist doch wurscht, ob du mit Schiff oder mit Kanone gehst. Oh, ich bin ein Level gestiegen. Das ist wunderbar. Und ich glaube, ich nehme Stärke einfach nur, weil ich mal ein bisschen mehr reinhauen möchte. Okay. Vitalität wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Nein, ich brauche sowas nicht. Ich habe Bonbons. Oh, oh. Sieg! Sieg! Okay. Machen wir noch Pogo Porschals kaputt. Ja, das sind Turbo Porschals natürlich. Das sieht man ja. Wir sind gleich bei 20 Minuten.
Boah, dann schaffen wir es aber auf jeden Fall nochmal ins Dorf zurück. Das finde ich so. Wir sind jetzt bei 20 Minuten. Okay, und es war nach oben. Sind jetzt bei 20 Minuten? Ja, das ist auch so, im Dorf schaffen wir es noch. Ein bisschen überziehen tun wir eigentlich immer. Und... Das seid ihr ja von uns gewöhnt. Ja, ich finde das auch... Ich mache das aber eigentlich auch grundsätzlich so. Also. Ja, ich finde Richtlinie 20 Minuten passt ja. Ich glaube, links müssen wir lang und dann hoch. Nee, ah, hier war die Sackgasse von vorhin. Haha. Also ich habe mich gerade gewundert. Bist du da nicht vorhin auch schon lang gestiefelt? So. Wie ich immer überall hängen bleibe, es ist zum Kotzen. Ist mir aber auch gerade passiert. Das passiert in dem Spiel irgendwie voll oft irgendwie. Ich habe das Gefühl... Oh, da war ein Schatztruhe. Egal. Das vergessen wir sowieso voll oft. It's too late to apologize. It's too late. Weiter. Oh. Nein. Too late! So, okay, dann sind wir hier. Und brauchen eigentlich... Ins Inn brauchen wir nicht gehen, weil den bisschen Verletzungen, glaube ich, lohnt sich nicht, oder? Wo müssen wir jetzt hin? Na, zum Wasser. Da lang. Ich habe gerade voll keine Orientierung. Da, wo der erste Smee war. Ja. Wohin sollen die Fahrt gehen? Nach Palo oder nach Mayo? Nach Palo. Cool! Die Fahrt nach Palo kostet 70 Lück. Willst du da hin? Jo. Geil! Komm drin, Jungs! Anker lichten! Lichten! So. Ja genau, also fahren wir noch die Schifffahrt, dann haben wir die gleich mit drin. Sonst fängt das nächste Video mit der Schifffahrt an. Und jetzt so zur Entspannung am Ende finde ich eine Schifffahrt noch ganz nice. Eine Schifffahrt, die ist lustig. Eine Schifffahrt, die ist schön. Du noch was? I am sailing. I am sailing. Stormy waters. Nicht? Nein. What should we do with the drunken sailor? Das habe ich vorhin schon gehabt. Oh, verdammt. Also zumindest Refrain. Gerade da. So, aber das hat dir nicht gefallen. Das wolltest du... Aber Yellow Submarine ist das... Yellow Submarine ist das, was man mir im Sani-Kurs gesagt hat, dass ich zu dem Lied quasi pumpen muss, wenn ich jemanden versuche wieder zu beleben. Warte. Nichts mal ansprechen. Wir machen jetzt Stopp. Ja. Okay. Okay, und dann machst du das einfach und in dem Rhythmus pumpst du dann. In dem Rhythmus sollst du drücken, ja. Was glaubst du, wie bekloppt es ist, wenn du dich da wirklich so dran hältst und dann hast du da wirklich jemanden, der echt Notmann ist und alle so, oh Gott, scheiße, kann dir jemand helfen? Und du so, ja, ich. Und dann fängst du da plötzlich voll lauthals an zu singen. We all live in the Yellow Submarine. Und guckst du nicht so hin und her, die Leute so, what the fuck, weißt? Aber es funktioniert, wäre doch cool. Okay, also dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Secret of Mana 2. Ich sag schon mal ciao und Laura sagt, bis dann, ciao. Puss.